So, hallo Leute und willkommen zu einem kleinen neuen Unboxing-Park. Wie ihr seht, ich habe mir so ein paar dieser Kugeln geholt. Und genau diese werden wir jetzt mal öffnen. Gleichzeitig könnt ihr halt dadurch sehen, was ungefähr dabei rauskommen kann. Denn die Wahrscheinlichkeit für einen Edelstein und für Edelstein-Skins sind um 1,5-fach erhöht. Ich bin ja gespannt. Ich gehe mal davon aus, dass es immer noch nicht viel ist. Diese 0,5, also die da jetzt draufgekommen ist, sag ich mal. Aber ich bin trotzdem gespannt. 22 Kugeln haben wir zum Öffnen. Und dann hätten wir auch noch die Münzen zum Ausgeben. Wo ich doch mal schauen muss, was ich dafür noch hole. Ich kann also theoretisch nochmal hier holen. Wahrscheinlich hole ich mir aber auch noch die Bilder. Aber mal schauen, was wir erstmal hier drin haben. Wir fangen. Ich bin übrigens natürlich zu Darius gegangen. Erstens, ich finde Wölfe cooler als Löwen. Zweitens, ich finde Noxus deutlich geiler als Demacia. Beide Champions sind nicht unbedingt meine Favoriten, aber ich finde trotzdem Darius geiler als Garen. Also, das war für mich relativ offensichtlich, wo ich hingehe. Wir fangen an mit den Kugeln von der demacianischen Seite von Garen. Und wir bekommen direkt einen Ätherflügel-Kale, was ein richtig geiler Skin ist für sie. Leider habe ich ihn schon. Aber ich ansonsten, also an sich wäre es jetzt schon richtig geil, den raus, hier, ihr seht schon, bereits im Besitz. Aber den schon da rauszuziehen, war schon geil. Also, Nachtjäger-Ränger, okay. Sieht schick aus, ist jetzt aber nicht so viel wert, glaube ich. Visionär-Gangplank, das ist dann eher wieder so der Müll. Surfer-Cinch sehe ich auch eher als Müll an. Aber wir können ja theoretisch alles, wie wir wollen. Säbelzahn-Sichuani. Okay, ist zumindest ein klassischer Skin. Und wir bekommen noch ein bisschen Orange in der Essenz dazu. Erzrivalenbeute. Da habe ich keine Ahnung, was das ist. Und Schlachtboss-Brand. Oh, das ist richtig geil. Das ist einer dieser Classic Gaming-Skins, sag ich mal. Guck mal, jetzt haben wir hier diesen. Enthält 5 Skinsplitter für Champions derselben Fraktion. Okay. Barbaren-Saiyan ist jetzt wieder relativ, naja. Nochmal ist der Schwane episch. Poolparty-Mundo, naja. Ich mag die... Ich nochmal eine schöne Erzrivalen-Beuteltruhe. Auch nochmal diese. Und ein Edelstein, sehr schön. Just a few more to go. 8 habe ich jetzt. Ich finde diese ganzen Poolparty-Skins, ich weiß nicht, ich finde die alle scheiße. Also... Nicht mal unbedingt vom Aussehen oder von den Fähigkeiten her, das ist in Ordnung. Aber ich finde es ja halt, wenn sie gespielt werden, es passt einfach so überhaupt nicht meines Erachtens nach. Schreckentritt an Arthas. Da finde ich halt so ein Gnar im Schlafanzug immer noch besser als ein Poolparty-Skin. Also ich bin irgendwie, es gibt ja viele Leute, die feiern diese Poolparty-Skins. Ich gehöre da leider nicht dazu. Akademie Vladimir. Okay, sieht schick aus, muss man dafür sagen, in-game. Sandgeist Pike. Oh, damit hätte ich jetzt auch einen Pike drin. Sultan Tründamer ist wieder so lala. Dann Schum Katharina hab ich. Schneemadinger. Boah, gut, habe ich auch wieder mein Alien. Elf Tristana hab ich, glaube ich. Zauber der Galio habe ich auf jeden Fall. Dunkelflammen Chivana. Und nochmal Sandschirm, Katharina. Stahllegion Garen. Okay, jetzt habe ich sowieso einen neuen Garen-Skin. Die beiden Skins habe ich. Und nochmal eine Erzrivalentruhe. Oh, perfekt. Leider die falsche Farbe. Ich hätte lieber den dunklen gehabt. Aber ich muss mich vor allem mal, glaube ich, etwas leiser machen. Ich glaube, ich übersteuere so ein bisschen für euch. So sollte es besser sein. Leider in der falschen Farbe, das ist der weiße. Ich hätte gerne den schwarzen gehabt, aber trotzdem sehr geiler Skin. Wird auf jeden Fall gleich noch aktiviert. Und Blutmond Talon. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich den sogar habe. Übrigens, die Chance ist erhöht. Ich habe jetzt einen mehr bekommen. So, jetzt öffnen wir natürlich noch die Dinger. Arcade Hackerim. Miaokai. Fanalischer Mordekaiser. Fürst Mordekaiser. Und Bestatter Jorik. Also, da sind richtig geile Dinger drin. Die lohnt sich ja mal richtig, diese Teile. Programm Camille. Kopfjäger Caitlin.
Herzsucher Orianna, Sternenvernichter Orianna, Lotte Hängen Esfield. Schade, dass es die Sternvernichter Orianna ist. Die habe ich nämlich, glaube ich, schon. Winterwunder Lulu habe ich auch. Dax Timo weiß ich gerade nicht. Zweimal Panda Timo. What the fuck, Spiel? Und Endboss Weiger. Der lohnt sich auch nochmal. So, dann lass uns doch mal schauen. Also welche möchte ich denn auf jeden Fall aktivieren? Habe ich den schon? Den habe ich schon. Endboss Weiger wird auf jeden Fall aktiviert. So. Du wirst... Gibt's ja kaum was. Wir geben alle kaum was. Oh, das ist ärgerlich, ey. Ich habe zu wenig orangene Essenzen. Moment eben. Entzaubern. Alle Doppelten erstmal entzaubern. Ich brauche orangene Essenzen. Entzaubern. Entzaubern. Habe ich auf jeden Fall entzaubert. Ich sollte eigentlich nach Wert gucken, ne? Lass mal gucken, wer gibt denn noch gut? Den Hackerim-Skin würde ich sogar freischalten. Den brauche ich nicht, den kann ich entzaubern. Wie gesagt, den will ich haben. Für mich ein sehr schöner Skin. Den brauche ich auf jeden Fall nicht zweimal. Montalen würde ich auch gerne haben. Den habe ich schon, der gibt aber auch nichts. Habe ich, die gibt immerhin noch etwas. Leider auch nichts. Der gibt noch etwas. Die gibt sogar sehr viel, das ist sehr schön. Die habe ich nämlich auch. Cool Party haue ich mal weg, damit ich die Essenzen bekomme. Panda-Timo habe ich nicht. Den habe ich aber. Den will ich haben. Oder will ich den haben? Was habe ich denn für Brand-Skins? Deutscher Reiter. Für Brent habe ich auch eigentlich schon einen geilen Skin. Diesen hier. Aber der Schlachtboss ist natürlich auch geil. Guck mal, den kann man schon gar nicht mehr so einfach bekommen. Der ist klassisch hier. Der Zombie Brent. Ja gut, war ein Halloween-Skin. Doch, da muss ich. Ach, komm, den Brent-Skin holen wir uns auf jeden Fall mal. Das ist wieder viel. Ja, was haben wir sonst noch? Ich würde sagen, ich fange mal so langsam mit Umwandeln an. Moment, aber mit dem billigen zuerst. Den wollte ich eventuell haben. Den wollte ich eventuell haben. Der kann weg. Den müsste ich entzaubern. Den habe ich bereits. Den wollte ich eventuell haben. Den habe ich auch bereits. So. Herzblatt Annie. Vielleicht ergibt sich ja dadurch sowieso noch den einen oder anderen Skin, den wir dann wegwerfen können, den wir dann dadurch gratis bekommen, sag ich mal. Umwandeln. Echt? Ist doch relativ billig. Boah, der Mauke-Skin. Oh, ich weiß nicht. Ich finde den Ingame. Das ist einer mit dem Schlafanzug-Skin, den finde ich zum Beispiel nicht so prickelnd. Aber gehört eigentlich zu einer dieser Must-Have-Skins. Okay, da hätten wir noch einen epischen bekommen. Oh, der ist teuer. Den kann man so. Oh, ich weiß nicht, ob ich klassische Skins wirklich verhauen soll, weil.
die halt immer noch viel wert sind. Aber was heißt viel wert, Mann? Ich hab Schreckensritter Nasos nicht. Aber die, da kommt man halt anders sonst nicht dran. So, komm, hau ich die weg. Varus, blitzschnell. Okay. Na, ich muss hier auf jeden Fall noch mehr entzaubern. Ich will hier noch ein paar freischalten. So, du wirst entzaubert. Du wirst entzaubert. Die Timos werden entzaubert. Die brauche ich nicht. So, dich brauche ich auf keinen Fall zweimal. Ich scheiße jetzt auch auf den Vladimir-Skin. Oder? Was habe ich denn für Nasus-Skins? Gut, ich hätte aber den theoretisch, aber der kostet auch 950 eigentlich, ne? Gar nicht so einfach, was ich jetzt hier mache. was haben wir denn sonst noch? Wir hätten die hier noch. Können wir mal eben gucken. Was ich auf jeden Fall gesagt habe, ich werde mir hier auf jeden Fall die Beschwörer-Symbole holen. Entschuldigt dies, aber an die wird man wahrscheinlich sonst nicht mehr drankommen und so habe ich sie zumindest. So. Jetzt haben wir noch 101. Ich meine, ich bin mit den Quests auch noch relativ am Anfang. Da werden auf jeden Fall noch ein paar zukommen. Aber die habe ich ja sowieso jetzt glücklicherweise. Champions Bitter ist eigentlich... Holen wir uns noch einen hiervon. So, schauen wir mal rein. Naja. Naja. Da würde ich mal sagen, tschüss. Denn der einzige Skin, den ich momentan von Lee Sin noch wirklich haben möchte, ist der Götterfaust Lee Sin oder wie er heißt. So, was ich jetzt auf jeden Fall freischalten muss, ist noch der Pike Skin. Der Vladimir-Skin sieht halt wirklich geil aus in-game. Der Akademie-Vladimir. Würde sie normalerweise 750 RP kosten. Na hier, der würde normalerweise nur 520 RP kosten. Okay, aber den kann man halt nicht mehr kaufen. Das ist halt der Punkt an den Skin. Der ist halt nicht mehr da zum Kaufen. Aber den Stürmer ist wieder wegen der WM wieder reingepackt oder konnte man den echt die ganze Zeit kaufen? Aber ich würde mal sagen, wir belassen's. Oh, guck mal. Ach, den hab ich schon, darum kann ich den nicht mehr. Den habe ich aus so einer normalen Box gezogen. Aber den darf ich anscheinend nicht mehr haben, weil ich ihn schon habe. Da kann ich mir auf jeden Fall auch nochmal so ein paar holen. Hier, den kann ich auch entzaubern. Kann ich mir auf jeden Fall auch nochmal so ein paar Punkte holen hier unten. Eigentlich müsste ich den Maokai nehmen. Der wäre noch als erstes für Support geeignet. Aber von allen Skins, die ich hier jetzt noch drin habe, würde ich wirklich sagen, dass der Blutmond-Talon noch einer der geilsten ist. Also vom Aussehen her meine ich jetzt. Aktivieren für 7 Tage, das ist auch total unnötig eigentlich. Das würde ich nie tun, das ist einfach Geldverschwendung. Also im Endeffekt ist das ja, gut, hierfür habe ich jetzt natürlich auch Geld ausgegeben, aber man bekommt ja Skins mittlerweile auch mehr oder weniger
durch die Kronen und die Schlüssel. Gratis, sag ich mal. Und einen dieser Skins für 7 Tage kostenlos zu aktivieren, wäre einfach nur, als würdet ihr euer Geld beim Verbrennen zusehen. So verstehe ich jetzt zumindest, denn wenn ich so einen Skin in Essenz umwandle, würde ich diesen Skin in eine Währung umwandeln, womit ich dann wirklich wieder Skins freischalten kann. Für immer. Ne, weil ich brauche die ja. Und wenn ich sie für immer freischalte, habe ich mir halt dementsprechend so und so viel Euro bzw. White Points gespart. Wie jetzt zum Beispiel bei den Talonskin 1350. Was halt, wenn wir mal gucken, ich glaube, circa 10 Euro sind. Ne, hier. Das müsste man sich kaufen. Das wären circa 10 Euro. Die man sich halt dann theoretisch gespart hätte. Wenn ich ihn jetzt aber für 7 Tage freischalte, wenn ich das hier richtig verstehe, verbrauchst Splitter, das heißt, der Splitter hier ist weg, dann kann ich ihn für 7 Tage zwar spielen und für eine Woche kann ich den Skin spielen und jeder sieht, hey, guck mal, ich habe eigentlich einen tollen Skin, aber nach diesen 7 Tagen ist er einfach weg. Das heißt, ich kriege weder die entzauberten Essenzen daraus, noch kann ich ihn aufwerten, um daraus einen richtigen Skin zu machen. Also 7 Tage Dinger würde ich nie machen. Entweder wirklich umwandeln, entzaubern, um einen anderen dann aufzuwerten, aber 7 Tage wirklich, das ist herausgeschmissenes Geld. Das ist wirklich nur das Locken, um mal so einen Skin zu haben. Wenn man halt selten Truhe bekommt oder sowas. Wir werten den auf jeden Fall jetzt auch auf. Und ich danke fürs Zusehen. Ihr habt jetzt gesehen, was ungefähr in diesem Kuhn sein kann. Meines Erachtens nach lohnt sich auf jeden Fall deutlich mehr als andere Truhen. Man muss aber das Glück darin haben, finde ich, diese Beutel zu kriegen. Wenn ihr diese Beutel habt, dann muah. Also die lohnt sich richtig. Was nochmal Skins angeht. Ansonsten für die 250 RP mehr, die eine kostet. Na, im Vergleich zu den Meisterwerksets hier. Würde ich sagen, gibt es aus. Die erhöhte Chance, da drin wirklich diese Kiste zu haben, lohnt sich meines Erachtens nach. Krasser Krieg. Krasser Krieg, Alter. Okay, ich danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.